punctuated. I said I loved your shirt, but behind your back I said I hate it. May lightning strike me down if I lie, may no one be around when my tongue's untied. Everybody says it's okay, all the little things I say with my big fat mouth. La 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 kann entweder so richtig Leute aufbauen, richtig gut Leute preisen, loben, aber mein Mund zumindest kann auch jemand so richtig gut fertig machen. manchmal ist ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger. Thaisa würde sagen, eigentlich vor allem gut. Okay. Also, dass ich vor allem gute Sachen spreche. Und das finde ich wie spannend, oder? Das ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass das, was du sagst, das hat Gewicht. Das, was du rauslässt, hat Konsequenzen. Und du kannst entweder mit deinen Worten den Tag von jemandem machen, jemanden als den Besten fühlen lassen, oder du kannst auch mit deinen Worten jemanden ganz, ganz klein fühlen. Und wir wollen heute Abend und in die nächsten Wochen ein bisschen heranschauen, okay, was labern wir eigentlich die ganze Zeit? Was kommt da raus? Und was spannend ist, ist, dass Jesus das, was wir rauslassen, ganz, ganz eng mit unserer Person, mit unserem Sein, mit unserer Persönlichkeit verknüpfen tut. Im Lukas 6, 45 sagt er, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Also das, was in dir drinnen hast, das kommt nachher schlussendlich raus. Und vielleicht hast du das gemerkt, vielleicht schaffst du in einem Altersheim oder mit älteren Leuten oder hast ältere Leute in der Nachbarschaft und dort finde ich es immer ganz, ganz spannend, weil du merkst, dass die Leute, die ein gutes Leben hatten, die gute Beziehungen sind, die haben immer ein dankbares Wort, sie sind immer ermutigend, sie sind immer zufrieden, du bist gern mit ihnen. Aber wenn jemand ein Herzleben hat, wenn jemand irgendwie noch verbittert ist, ist es dir aufgefallen, dass die Person ziemlich wortkarg ist oder auch so richtig fies kann sein? Und das muss nicht nur bei den alten Leuten so sein, sondern wir merken das auch bei unseren Freunden. Es gibt Freunde, mit denen verbringst du gerne Zeit. Weil wenn du mit ihnen auf der See go Pedalo fahren bist oder go Stand-up paddeln oder einen Kaffee bist go nehmen, nachdem du mit ihnen Zeit verbracht hast, denkst du, hey, die Welt ist eigentlich doch schön. Und die Probleme, die du gehabt hast, hast du gemerkt, die sind gar nicht so schlimm, oder? Warum? Weil dein Kollege oder deine Kollegin irgendwie etwas Positives ausstrahlt und positiv reden, oder? Aber dann gibt es wieder die anderen Freunde, dass du nur schon eine halbe Stunde mit ihnen gsi bist und du fühlst dich schon, als wärst du 4 Stunden mit ihnen unterwegs, weil sie so viel Energie saugen, oder? Weil auch sehr viel Negatives ist. Und in den Vorbereitungen habe ich mir überlegt, Steph, wie ist es eigentlich mit dem, was du schwätzt? Wie sieht eigentlich dein Reden aus? Und ich habe gemerkt, obwohl ich mich als eigentlich positiver Mensch und fröhlicher Mensch würde bezeichnen, habe ich festgestellt, dass ich doch mehr jammere tun, als mir eigentlich lieb ist, oder? Und das merke ich an so kleinen Sätzen wie, hey, wie sind deine Ferien gewesen? Und dann sage ich, hey, es war mega gut gewesen. Wir haben Besuch aus England gehabt, 2 junge Männer. Aber ich musste so viel kochen. Und ich musste wirklich viel kochen. Ich habe irgendwie 8 Leute gekocht, statt für 3. Aber, oder sie fragen dich, hey, wie ist die neue Wohnung in Bern? Und ich sage, hey, die neue Wohnung ist super, super gelegen. 5 Minuten vom Gym. Aber der Geschirrspüler ist mega klein. Und wenn ich sage klein, der ist etwa so klein, oder? Anstatt mich zu freuen, dass ich überhaupt einen Geschirrspüler habe,
sehe ich etwas, das nicht gut ist. Und über das tun ich jammern. Und vielleicht stellst du das auch bei dir fest, dass, hey, ja, es ist mega gut gewesen in der Ferien, aber es ist viel zu heiß gewesen. Oder, ah, ich habe ein super Schnäppli im Sale, aber meine Schuhe sind nicht dabei gewesen. Oder was es auch immer ist. Und das Jammern, das ist nichts Neues auf dieser Welt. Und es ist auch nichts Neues in der Bibel. Wenn es nämlich eine Auszeichnung gäbe für jemanden, der Jammer-Champion wäre, dann wäre das definitiv das Volk Israel in der Wüste. Das Volk Israel in der Wüste, ihre Geschichte ist so, dass sie früher in Ägypten in der Gefangenschaft waren. Sie waren Sklaven von den Ägyptern. Sie mussten für sie schuften und arbeiten. Und Gott hat sie dann aus Ägypten befreit. Wir lesen über Wunder, wir lesen, wie Plagen, 10 verschiedene Plagen gekommen sind, wie sich das Meer gespaltet hat. Wir lesen davon, wie Gott sie in der Wüste versorgt hat, mit Brot vom Himmel, mit Fleisch vom Himmel, mit Wasser vom Felsen. Alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst, haben sie erlebt. Und obwohl sie so viel Gutes und Krasses mit Gott erlebt haben, sind sie Jammerhelden gewesen. Sie haben zum Beispiel am Mose vorgeworfen, hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Ah, really? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Drama pur. Alles vergessen, was sie gut mit Gott erlebt haben. Nur die jetzige Situation im Blick. Und das führt dazu, dass du sogar denkst, hey, dort, wo ich gefangen war, ist besser als jetzt, wo ich frei bin. Und als ich das gelesen habe, hat mich das irgendwie auch an mich erinnert. Weil egal wie viel Gutes ich erlebe, ich finde immer etwas Kleines, das nicht gut ist. Und dann sagt der Mose etwas Spannendes. Er sagt, hey, euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, also gegen ihn, als der Leiter und der Aaron, seinen Brüder, sondern gegen den Herrn. Also er sagt eigentlich, wenn ihr jammern tönt, sind ihr nicht gegen mich als Person, ich tue nicht gegen Menschen jammern, sondern ich tue gegen Gott selber jammern. Und das hat mich echt getroffen. Weil, wie oft jammere ich? Vielleicht ist es dir auch plötzlich bewusst geworden, zum Beispiel das Lied hat dir nicht gefallen oder das Licht ist zu grell oder es ist zu heiß da drinnen oder hast keinen gratis Parkplatz gefunden oder am Montag musst du wieder arbeiten. Oder du hast schon geschafft, oder was auch immer, oder? Das ist wie in uns drinnen, das Jammern. Und heute geht mir nicht darum, zu euch sagen, tu nicht mehr jammern. Das muss man niemand sagen, tu nicht mehr jammern oder tu weniger jammern. Sondern das Ziel von heute ist, dass wir unsere Augen weg von uns wieder hier aufrichten können. An die Größe, Schönheit von der gewaltigen Liebe, die wir in Jesus haben. Weil was ist das Problem? Es ist nicht das langsame Wi-Fi das Problem. Es ist nicht das Problem, dass du nichts mehr zum Schauen hast auf Netflix. Es ist nicht das Problem, dass dein Wegekollege ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass der Teufel, der Widersacher, unseren Blick wegnimmt von der Güte Gottes und den auf uns fokussiert. Auf das, was mir jetzt gerade fehlt. Und ich frage dich, über was jammer ich am meisten in meinem Leben? Frag dich das mal, was ist es? Und wenn es eine Person in der Bibel gäbe, die berechtigt wäre, um viel
können jammern. Dann ist es meiner Meinung nach der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war sehr berühmt. Er hat ganz viele Briefe vom Neuen Testament geschrieben. Er hat früher Christen verfolgt und dann hat er Jesus erlebt. Er ist ihm in einem Licht begegnet und dann hat er verstanden, hey, Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Jesus ist tatsächlich der, der ihm alle Sünden vergibt. Jesus ist tatsächlich der, der gekommen ist, um das ewige Leben zu geben. Und er hat Vergebung erlebt aus seinem eigenen Leib und das hat ihn nicht mehr aufhalten. Er hat gesagt, diese Vergebung müssen alle anderen Menschen auch erfahren. Die Vergebung von Gott, die Annahme von Gott, das kann ich nicht für mich behalten, sondern das muss raus. Und er ist in Asien herumgereist, er ist in Israel herumgereist und hat ganz viele verschiedene Kirchen gegründet. Und eins von seinem Herzenswunsch, eins von seinem mega Traum war, einmal nach Rom zu reisen und dort auf der Piazza zu predigen. Weil Rom war ein strategischer Ort. Weil wenn er in Rom war, dann hat er, und dort von Jesus erzählt hat, dann hat er die ganze Welt erreicht. Weil von Rom alle Wege führen nach Rom, das wissen wir alle. Und dann ist passiert, dass er tatsächlich nach Rom hat gehen konnte. Nicht aber als freier Mensch, sondern als Gefangene. Das heisst, er war 24/7 an einem römischen Soldat angekettet, ist jetzt in dieser Stadt Rom in einem Sicherheitsgefängnis und da hat er alle Grund zum Jammern. Er könnte darüber jammern, dass das Essen schlecht ist, dass es kalt ist, dass sein Rücken wehtut, dass sein römischer Soldat stinkt. Er hätte können, dass er schlecht schlafen kann, dass er eben nicht auf der Piazza ist, um von ihm zu erzählen. Er hätte können jammern und jammern und jammern. Er hätte jegliche Berechtigung gehabt. Er hätte können sagen, Gott, ich bin doch der, der so viel für dich gemacht hat und jetzt lande ich da im Gefängnis. Aber er schreibt in dem Gefängnis einen Brief an die Kirche in Philippi und dann sagt er etwas ganz, ganz Erstaunliches. Er sagt, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Also, obwohl er jeden Grund hatte, zum Jammern, zum Nörgeln, hat er genau gesagt, nein, macht das nicht. Und er sagt das nicht nur, damit wir ein vorbildliches Leben haben, sondern es hat auch ganz, ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Der Dr. Travis Bradbury hat ganz ein gutes Buch geschrieben, es heisst Emotional Intelligence 2.0. Für all die, die das schauen wollen, hat auch ganz viele verschiedene TED-Talks. Lohnt sich darum, reinzuschauen. Und er hat untersucht, was macht eigentlich das Jammern mit unserem Hirn? Was passiert eigentlich in unserem Hirn, wenn wir jammern? Und er hat herausgefunden, dass je mehr du jammern tust, desto automatischer tust du mehr jammern. Okay? Also du fängst an und dann wird es immer einfacher und einfacher und einfacher, bis es ganz, ganz natürlich ist. Und warum ist das so? Weil sich deine Neuronen verknüpfen und so wie einen Weg im Hirn machen, wo dann automatisch du anfängst jammern. Eins. Wenn du jammern tust, wird auch ein Stresshormon ausgeschüttet. Und der Stresshormon ist Cortisol und das führt dazu, dass dein Blutdruck steigt, dass dein Blutzucker steigt, oder? Dass du stressig hast und das führt auch zu einfach nicht ein angenehmes Körpergefühl, oder? Und darum fühlst du dich nachher auch so schlecht. Und das, was ich am spannendsten gefunden habe, ist, dass wenn wir jammern tun, dann ist der Hippocampus, das ist der Teil im Hirn, der für Lösungen zuständig ist und für intelligente Gedanken, hat er geschrieben, intelligente Gedanken, der, wenn wir jammern, der wird kleiner. Oder? Und dann habe ich gedacht, hey, ja, das macht ja voll Sinn. Weil wenn ich in dieser Jammer-Spirale bin,
dann sehe ich plötzlich nichts mehr anders und am liebsten würde ich einfach nur noch das Licht abstellen und die Decke über den Kopf und dann ist die Welt wieder gut oder eben immer noch schlecht, oder? Und das habe ich so spannend gefunden, zum Beobachten oder zum darüber lernen, dass das effizient, das Jammern, dass es nicht einfach Gott sagt, du musst nicht mehr jammern, sondern er sagt das, weil er das Beste für dich will. Er will dein Wohlbefinden. Und jetzt ist die Frage, ja, wie können wir dann nicht mehr jammern, wenn es ja so natürlich ist, wenn das uns so einfach von der Leber geht. Und die Antwort ist ganz simpel. Wenn du Umstände ändern kannst, dann mach es. Überleg dir kurz, über was jammer ich oft. Kannst du diesen Umstand ändern? Dann mach das. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass du siehst, jetzt bin ich schon viel besser. Da hast du das, was so wabbelt. Das wissen nur die Frauen. Oder? Und ich habe mich immer über das aufgeregt, wenn ich mir das Kleid gekauft habe. Aber jetzt habe ich ein Gym-Abo gemacht und jetzt machen wir Arm. Der Pedum ist unser Zeuge, weil der ist auch im Gym. Genau, oder? Ich kann etwas machen. Ich kann etwas ändern. Oder ich nerv mich darüber, dass ich so viel Zeit auf meinem Insta scrolle. Ja, was kann ich machen? Ich kann mir eine Zeitlimite reinstellen. Tue ich sie beachten? Natürlich nicht. Aber sie nervt mich, bis ich es dann irgendwann beachten tue. Ich kann etwas ändern. Mach's. Du bist kein Opfer von deinen Umständen. Sondern du hast die Fähigkeit, zum etwas ändern. Wenn es stressig ist in der Bude, hast du schon mit dem Chef geschwätzt. Wenn es schwierig ist in der Beziehung, haben wir schon über Kommunikation geschwätzt, sind wir schon Hilfe holen. Wenn deine Finanzen nicht mehr im Griff hast, ja, hast du schon mal einen Budgetplan gemacht, du tust deine Finanzen tracken. Ganz einfach, easy Schritt. Du bist kein Opfer von deinen Umständen, sondern du kannst etwas machen. Du kannst etwas machen. Und dann gibt es aber trotzdem die Umstände, die man nicht ändern kann. Eine Diagnose, eine Krankheit. Es wird dir etwas angetan, wo keinen Sinn macht, wo du wirklich nicht dafür kannst. Etwas ist definitiv auseinander, es gibt kein Zurück mehr. Etwas ist anders, man kann nicht mehr zurück. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich meine Umstände nicht ändern kann? Und dort ist uns der Paulus wieder ein Vorbild. Wenn ich meine Umstände nicht ändern kann, gibt es etwas, was ich machen kann. Ich kann meine Perspektive ändern. Was meine ich damit? Wir sind in einer Situation drin. Ich kann nicht raus, ich kann nicht weg. Sondern ich bleibe da drin. Aber was ich machen kann, ist meine Gedanken beeinflussen. Und du sagst, okay, das ist einfacher gesagt als gemacht. Das stimmt, aber es ist nicht unmöglich. Wenn wir wieder an Paulus zurückdenken, der war in dem Gefängnis, angekettet an dem Soldat und er hat auf sein Urteil gewartet. Er hat nicht gewusst, lebe ich am nächsten Tag oder lebe ich nicht. Geht es bei mir weiter oder nicht? Werde ich frei oder nicht? Er hat das nicht gewusst. Aber er hat etwas machen können. Er hat seine ganze Perspektive geändert. Und wenn ihr mal den Philipperbrief mit dem Gedanken im Hinterkopf durchlesen, dann entdeckt ihr faszinierende Sachen. Und etwas, was mich so bewegt hat, war der Satz, wo er sagt, selbst wenn ich aber wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über den Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Okay, das ist ein komplexer Text. Was meint er da mit Trankopfer? Also in anderen Worten sagt er, selbst wenn ich sterben würde für den Glauben, selbst dann
würde ich mich freuen. Jetzt, er war ein Israelit, war ein Jude. Und früher haben sie im Tempel Tieropfer gebracht. Für Dankesopfer, für die Vergebung von der Schuld, für ganz viele verschiedene Sachen. Und dann hat es noch das Trankopfer gegeben. Das war der kostbarste Wein oder das kostbarste Öl, das sie über das Tieropfer ausgeschüttet haben. Und dann ist so ein Aroma. Ich das aufgelöst und ist so ein Aroma aufgegangen, ist wie so ein feiner Geruch zu Gott aufgegangen. Und mit anderen Worten sagt er, selbst wenn das Schlimmste vom Schlimmsten wird passieren und ich das Kostbarste, was ich kann, das ist also mein Leben, selbst wenn ich das für ausgüsse für euch, für Gott, dann bin ich immer noch froh. Und wie kann er das sagen? Das macht ja keinen Sinn. Wie kann er das sagen? Und das Geheimnis von Paulus ist, dass nicht er im Zentrum von seiner Geschichte ist, sondern Jesus Christus ist sein Zentrum. Sein Fokus ist nicht auf ihn und auf das, was ihm fehlt, sondern sein Fokus ist auf den Jesus ausgerichtet, wo sein Ein und Alles ist, wo ihn vergeben hat, wo ihn erfüllt mit seiner Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe. Das ist sein Fokus. Er hat verstanden, dass, als er Ja zu Jesus gesagt hat, sein alter Ich gestorben ist und Jesus neu in ihn lebt. Jetzt ist nicht mehr er, der lebt, sondern jetzt ist Jesus in ihm, der lebt. Das ist das Geheimnis, das Paulus verstanden hat. Und das sehen wir, wie er mit dieser Perspektive die Situationen ganz anders interpretiert hat. Er sagt zum Beispiel, durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Er hat plötzlich Chancen gesehen. Er hat plötzlich gesagt, hey, look, das ist möglich dank dem. Nicht mehr, warum bin ich Gott im Gefängnis, sondern hey, wozu willst du das brauchen? Wozu willst du das brauchen? Oder weiter sagt er, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Seht ihr den Perspektivenwechsel? Der Paulus sagt, hey, ich bin nicht der, der da gefangen ist. Sondern der gefangen ist, ist der Soldat, der an mir angekettet ist und mich 24-7 muss ertragen, weil ich ihm 24-7 von Jesus erzähle. Der gefangen ist, bin nicht ich, sondern die mit mir da drin sitzen müssen und das ganze Evangelium hören müssen. Und die ganze Bosche vom Alten Testament bis heute müssen verstehen. Versteht ihr? Er hat plötzlich Chancen gesehen. Und darum hat er können sagen, freut euch, freut euch, freut euch. Und meine Frage ist, an was bist du gekettet? Der Paulus war an einem römischen Soldat gekettet. Und auch wir sind manchmal an Sachen gekettet. An Umständen, die wir nicht ändern können. Aber was wäre, wenn wir unsere Perspektiven würden so ändern, dass nicht mehr wir im Zentrum stehen, sondern Jesus. Und eine Person, die für mich ein grosses Vorbild ist, neben Paulus, ist der Timon. Timon Egli, der kommt doch bitte vorne. Der Timon wird uns aus seinem Leben erzählen. Weil, ich will gar nicht viel mehr erzählen, aber es wird mega spannend. Auf jeden Fall, ich habe den Timon kennengelernt vor etwa 3 Jahren, kann das sein? Genau. Vor etwa 3 Jahren im Impact. Ein leidenschaftlicher Snowboarder natürlich vom Graubünden, der ein grosses Herz hat für Menschen und für Jesus. Und bist ja bei uns in der Bar hinten, vielleicht habt ihr ihn ein paar heute gesehen. Genau, und du hast im 2011 hast du eine Diagnose bekommen. Genau, das war mitten in meiner Lehre, Anfangs zweites Lehrjahr. Was geheiss hat, Regeln, sie haben Morbus Crohn. Colitis ulcerosa, Entschuldigung, Morbus Crohn ist etwas anderes.
Einmal Bahnhof verstanden. Genau. Das ist eine chronische Dickdarmentzündung, genau, wo plötzlich so da war und mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, vom einen auf den anderen Tag. Ja. Jetzt von dieser Diagnose habe ich eigentlich sehr lange gar nicht mitbekommen. Du bist ja im Snowcamp und alles und bist immer fit und so dabei. Und plötzlich ist es mit Ende Mai, Anfang Juni 2023 und es heisst, du bist im Spital, wir sollen für dich beten. Es ist ganz, ganz schlimm. Ja, was ist dort passiert? Genau, das war eigentlich kurz vor Auffahrt. Am Mittwoch habe ich noch geschafft, ganz normal. Ich hatte vorher schon ein bisschen Magenprobleme, aber gefunden, ja, das ist normal, kennt es ja nicht anders. Genau. Und dann war Mittwochabend und ich habe einfach gemerkt, oh, jetzt ist wirklich nicht mehr gut, also auch mit Blutstuhlgängen und so. Und genau, habe dann notfallmässig eigentlich am Freitag, ja, nach Auffahrtsdonnerstag, dort eine notfallmässige Darmspiegel gehabt. Genau, und dann hat man nachher eigentlich gesagt, ja, also sie müssen stationär gehen. Der Dickdarm ist tot. Genau, der ist abgestorben. Das heisst, er hat sich zurückgebildet in seine ursprüngliche Form, wo, ja, wo du eigentlich als Kleinkind, als Embryo. Genau, also wirklich krass, ja. Krass. Wir haben eben immer wieder SMS-Updates bekommen von einer Woche. Es waren plötzlich 3 Wochen im Spital gewesen. Wir haben als Kleingruppen und als Impact viel für dich gebetet. Und ich mag mich erinnern, wo du das erste Mal nach dem Spitalaufenthalt da im Foyer gewesen bist und ich habe dich gefragt, hey, wie geht's dir? Was ist das gewesen? Und du hast gesagt, hey, das sind die schlimmsten, aber die besten Wochen von meinem Leben gewesen. Und ich bin nicht mehr draus gekommen. Was hast du dort erlebt in dem Spital? Genau, ja, ich bin ins Spital gekommen, habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was kommt. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht auf meine Umstände eingelassen und habe gesagt, hey, ja Herr, du musst, du sollst, du darfst. Und da bin ich. Und das hat mich am Anfang schon ziemlich viel gekostet. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, da ist ein Draht, ja, von dem Heiligen Geist, wo zu dir redet. Rückblickend muss ich auch sagen, das sind 3 Wochen für mich im Heiligen Geist gewesen. Ja, wo ich einfach sein durfte, wo ich durfte Kraft tanken, auch wenn mein Körper das pure Gegenteil gemacht hat, die 3 Wochen oder einen grossen Teil von diesen 3 Wochen. Genau, und es ist dann, ja, es ist dann so weit gekommen, dass man hat müssen operieren musste. Notfallmässig, genau, und ja, eigentlich die, sag jetzt, die 48 Stunden vor der OP sind so much entscheidend gewesen, ja. Vor allem auch dort habe ich wie nochmal neu gesagt, Herr, ich als Mensch kann nicht mehr, also du darfst, du sollst. Und ja, er hat es vollbracht, genau. Krass. Und was mich noch bewegt hat, also ist es ganz natürlich für dich gewesen, dass du gesagt hast, hey mal, ich behalte meinen Fokus auf den Jesus, oder ist das ein bewusster Entscheid gewesen? Hey, ich glaube, das ist über die ganzen 12 Jahre jetzt. Gell, ich habe gemerkt, zum Schluss, ich bin in einer Situation, wo ich nicht mehr kann. Ja. Und ich glaube, der Mensch, Timon, der hat schon länger nicht mehr können. Und er hat es gemacht. Und ich glaube, ich habe ihm auch immer wieder klar gesagt, hey, du darfst. Und ich glaube, es hat
Ja, es hat sicher immer wieder die Zeiten gegeben, vor allem Anfangsdiagnose, wo das Warum da war. Aber es hat eben zu einem Wozu dürfen werden. Wozu brauchst du das? Und das, ich glaube jetzt auch die drei Wochen im Spital, das hat wirklich, ich glaube, nochmal den Feinschliff einfach dürfen drauf geben. Ja, auf das Zeugnis, wo ich heute darf sein. Genau. Stark. Und wie hast du denn Jesus erlebt in diesem Spitalbett? Also hast du ihn gehört oder hast du gelesen oder keine Ahnung? Hast du ihn gesehen? Hey, ich habe die Bibel für ihn genommen und wir sind Tränen gekommen. Gell? Und das ist schon... Das war ein mega Kampf gewesen. Und ich hatte sehr gute Gespräche mit drei Zimmernachbarn, die ich hatte in diesen drei Wochen. Mit einem ganz besonders, wo die andere Diagnose hatte, wo schlimmer ist. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe einfach Mut in allem Unerträglichen schenken. Und er hat sich mega bedankt. Und gell, er hat dann nach Hause und ich bin noch dort geblieben. Ja. Genau. Und ich glaube einfach so, hey, wie habe ich ihn erlebt? Ich glaube einfach, also das, was ich spüre, ist einfach so, hey, er ist immer da, er ist zu jeder Zeit da. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn du nicht mehr kannst, dann ist er so präsent. Mhm. Und er ist immer da. Aber ich glaube, wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, wo Ärzte nicht mehr weiter wissen, gell, wo 7, 8 Ärzte um dein Bett herumstehen und... Okay. Und... Ich darf dort sein und sagen, voll okay. Genau, ich glaube, das ist mega matchentscheidend. Genau. Ja, mega stark. Und Gott sei Dank, wirklich ist die OP auch gut gegangen. Du bist jetzt wieder gesund, kannst eigentlich alles wieder essen. Ja. Richtig? Ja, das ist ein Riesengeschenk. Ja. Ja. Also, Essen und Trinken hat einen neuen Stellenwert. Und vor allem einen bewussteren Stellenwert. Genau. Stark. Und wie geht es dir jetzt, was dir wieder gut geht? Erlebst du Jesus auch noch so intensiv? Oder? Leider nicht mehr. ja, wie so üblich, gell? Mir darf es wirklich wieder sehr gut gehen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mega herausgefordert bin im Alltag, um das, was ich erlebt habe. Ja, ich glaube, ich wünsche mir das, irgendwas, wo durch für meinen Alltag, ich weiss ja, dass er da ist und gleich ist es anders. Und ich glaube, das ist einfach, das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen und vor allem, ich darf ja in seinem Sein leben. Ja. Und das jeden Tag. Und das ist nicht abhängig von Verpflichtungen, ich muss jetzt heute die Bibel lesen, ich muss heute worshipen. Du kannst einfach sein. Und ich glaube, das ist so das, wo ich mehr und mehr einfach lernen darf, auch annehmen und genau, sei es in Kleingruppen dann wirklich aus dem Vollen schöpfen oder da im Gespräch, im einfach sein, genau. Mega stark. Danke vielmals fürs Teilen, Timon. Genau. Danke. Der Timon ist nachher eben, wie gesagt, an der Bar. Ihr könnt gerne auf ihn zugehen, noch ein bisschen mehr Fragen stellen, falls ihr Fragen habt. Auch fragen, okay, was ist jetzt genau mit dem Jesus? Was ist so wirklich faszinierend an ihm? Fragt ihn aus. Er tut auch gerne antworten. Genau, merci vielmals. Hey, wie wär's, wenn wir als ganzer Impact uns gegenseitig so ermutigend, dass wenn wir unsere Umstände ändern können, wir sagen, hey, ich tue es ändern. Ich stehe auf, ich mache etwas, ich bin kein Opfer, ich gehe vorwärts. Aber wenn wir unsere Umstände nicht ändern können, dass wir dann sagen, wir entscheiden uns bewusst, so wie sich der Timon bewusst entschieden hat, seine Augen auf Jesus zu richten. Und sagen, nicht mehr warum, sondern wozu willst du das brauchen? Und in dieser Frage, im Wozu, werden wir
Jesus ganz neu erleben, ganz neu erleben. Sein Frieden, der über allem Verstand geht, wird uns erfüllen und wird uns tragen. Und dann werden wir einen Impact haben, werden wir eine Generation sein, wo gar keine Zeit mehr hat zum Jammern, weil unsere Augen voll sind von dem Jesus, von seiner Liebe, von all dem, mit dem er uns beschenkt hat. Und manchmal müssen wir unsere Seele daran erinnern, an dem Guten, das Gott für uns gemacht hat. Und der David hat so einen wunderschönen Psalm geschrieben, wo steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Das ist unser Gott, der, der uns neue Kraft gibt, Tag für Tag, um das ertragen, was wir nicht ändern können, aber der uns hilft, unsere Perspektive auf ihn zu behalten.